Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock The Simse 4. Genau. Und heute haben wir Heiligabend. Deshalb drehe ich hier gerade so ein bisschen durch. Ja, dreht hier durch. Ja, ich wünsche euch allen schöne Weihnachten. Ja, übertreib's aber nicht so sehr mit dem Glühwein. Übertreib's nicht so mit dem Punsch. Ja, und im Magen muss auch noch ein bisschen Platz sein für die Weihnachtsgans, beziehungsweise wir Berliner hier, wir essen ja Heiligabend ja eigentlich eher so Kartoffelsalat und Würstchen. Keine Ahnung, wie ihr das so macht. Und jetzt ist gerade die gute Alantania nach Hause gekommen, während ich hier so durchgedreht bin. Ach, sie besorgt sich ihr Essen selber. Und sie geht eine Runde schwimmen. Ein Glück haben wir einen beheizten Pool. Das wäre was gewonnen. Ja, und wir machen die letzte Kerze an. Heiligabend, die letzte Kerze. Keine Ahnung, ob stimmt, aber mir gefällt's. Das nennt man ein interkulturelles Weihnachtsfest. Ja. Mir ist egal, wo die Leute herkommen. Hauptsache, die Leute haben Spaß. Das ist für mich das Entscheidende. So, dann gehen wir mal kurz hier raus. Oh, wer kommt denn da rein? Den kennen wir doch. Das Gesicht kennen wir doch. Hallo, Gesicht. Aha, ja. Wie geht's dir denn überhaupt? Was hast du denn? Joa, du kannst eigentlich, ja, hier ist irgendwas noch dreckig und ich weiß nicht was. Das soll das ewige Geheimnis sein. Das heißt, wir werden ihn mal einmal programmieren lassen. Da fühlt er sich wesentlich nicht unwohl. Ich weiß echt nicht, was hier dreckig ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist das ewige Drecksfeld hier. Ich muss vielleicht irgendwann mal offscreen gucken oder so, was hier dreckig ist. Keine Ahnung. Alle Möbel mal verrücken, mal runter gucken. Keine Ahnung. So. Du darfst ja mal dein Outfit ändern. Und zwar in die Alltagskleidung. Und du darfst das natürlich auch machen, Outfit ändern. Auch in der Alltagskleidung. Genau. Schwuppdiwupp. Passt besser. Gut. Ah ja, Weihnachten. Guck mal raus. Das sieht doch toll aus. Hier so mit dem Schnee. Ah, so mit der Tanne. Hui. Und hier im Warmen, im Kuscheligen. Ja, vielleicht mit der Tasse Tee oder ein bisschen Kaffee. Da die rote Rakete schon. Ah, sieht da auch schon weihnachtlich aus. So, wo gehen die beiden Damen hin? Die sind müde. Ja, Heiligabend gehen sie pennen. Das ist super. Aha. Aber na gut. Das Leben der Sims ist doch ein bewegtes Leben. Und ein Leben, das mal so und so läuft. Aha. So, was ist mit ihr? Sie ist kokett und ist dabei, Hitblock zu spielen. Spaß ist ganz oben. Müdigkeit, ja. Wir lassen sie mal ruhig schlafen. Ist ganz okay so. Und Oparillo? Was haben wir mit Oparillo? Gucken wir mal nach. Oparillo ist, ja, fleißig am Programmieren. Wieder ein neues Spiel. Das wird aber nicht passend zu Heiligabend fertig. Viele Publisher achten ja mal darauf, so nach dem Motto, ja, ganz schnell noch ein Spiel rausbringen. Jetzt die Woche ist ja zum Beispiel auch Elite Dangerous rausgekommen, wo ich echt am Überlegen bin, ob ich das auch vielleicht spielen würde. Aber es passt aktuell nicht in den Finanzplan sozusagen und deshalb spiele ich es jetzt erstmal nicht. Das ist halt mal so eine Tatsache, die ist so, wie sie ist. Ja. Gut. Herrlich, herrlich. Gut, im Grunde kann er dann, naja, auch bald pennen gehen. Wir lassen ihn noch ein bisschen machen bis 22 Uhr. Aha. Genau, dann kann man ihn mal langsam schlafen jagen. Einmal gejagt in den Schlaf. Programmieren Ende. Ja, dann würde ich mal sagen, gute Nacht, Exos. Träum was Schönes. Ah.
Und dann müsste bald ja jemand wieder erscheinen im Hause. Ah, wo bleibt er? Der gute Mann. Da ist er! Ja! Oh, der Blick ist aber übel. Was ist denn los? Angespannt. Spaß ist im Keller. Weißt du was? Wir lassen dich mal tanzen. Tanzen! Vielleicht geht's dir ein bisschen besser. Braucht Vergnügen. Jo, Vergnügen geht hoch. Stressiger Arbeitstag. Ja, 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 da kennt man. Er ist konzentriert. Festtagskerzen, gefällt ihm? Festtagslichter. Festtagslichter brennen hell. Und deshalb wird man konzentriert? Okay. Scheint so zu sein. Aber ich muss sagen, der Wohnzimmer hier gefällt mir wirklich. Das sieht toll aus. Das macht schon was her. Ja. Tolle Musik. Also, das finde ich echt toll, dass sie das mal implementiert haben. Mit der Musik und so. Hat ja erst gemeckert, dass es hier weihnachtsmäßig überhaupt nichts gibt. Aber jetzt muss ich mal sagen, wenn ich mir so anschaue, das sieht hier schon insgesamt doch sehr winterlich aus. Oh ja. Herrlich. Oh ja, so muss das sein. Ne? So, ich würde mal sagen, Tim, ja, mal noch eine Badewanne. Und wenn wir das gemacht haben, hoppala, wir lassen ihn einmal mit Blubberbäschen baden und dann lassen wir ihn schlafen. Genau. Gut. Wir gucken uns so ein bisschen die Karten an, während das passiert. Wobei, ihr wollt den Tim beim Baden zuschauen, wa? Naja, ich verstehe schon, ja, ja. So, die Quote für die Damen. Damit die Damen irgendwie haut's nicht hin. So, jetzt. Mann! Kamera! Hey, krieg die Krise nochmal. So, jetzt. Ah, Mann. So, jetzt können die Damen nochmal ein bisschen was kicken. Aha. So ein bisschen für die Damenquote hier im Hause, Exos. Ja, ja, damit die ein bisschen was zum Gucken haben. Ist ja auch nicht verkehrt, so zu Weihnachten nochmal so den Tim ausgepackt, so als Geschenk. Warum nicht? Fehlt nur das rote Schleifchen dran oder so. Ja, ja, so ist das manchmal. Ah, so richtig auf Spaßfaktor kommt da nicht. Der Gesichtsausdruck ist es. Obwohl, langsam sieht besser aus. Ah, doch, jetzt geht's doch langsam. Ja, mit Seifenblasen so viel Freude. Ja. Kennt man doch, ne? What new? Ja, what new? Ja, what new? Ja, weiß nicht, was new ist. So einiges, ne? Und ich habe sowieso einiges vor im nächsten Jahr. Oh Mann, das wird der Hammer. Hoffe ich zumindest. So, ab in die Falle dann. Oh ja, Müdigkeit ist richtig müde. Guckt euch mal den Gesichtsausdruck an. Eieiei. So. Und dann gehen die alle mal schnell pennen. So. Und dann wird geschlafen. Jetzt muss ich mal gucken, wann darf er wieder arbeiten. Er darf in 3 Tagen arbeiten. Muss mal ein bisschen langsamer. Es ist Dienstag. Das heißt, sie wird in 2 Tagen arbeiten. Sie hat auch frei. Die einzige, die raus muss, ist die arme Kima. Ja. Armes Mädchen. Jo, ist so. Ja, ja. Erst Heiligabend heute und sie darf nochmal zur Schule. Wer ist denn da wach geworden? Warum ist da jemand wach geworden? Aha, sie ist wach geworden. Ich würde mal sagen, ja, wir lassen sie ja mal ein bisschen Spaß tanken. Ist nicht verkehrt. Genau. Ist schon in Ordnung.
Gucken wir mal kurz mal weiter, wer als nächstes wach wird. So, Schubidu. Na? Oh, sie hat Spaß ohne Ende. Okay, dann machen wir mal was anderes mit ihr jetzt. Sie darf jetzt einmal bitte... Ja, die darf mal hier, dass wir mal fortsetzen, ne? Da war ja noch was mit Bildern und so, ja? Das haben wir jetzt irgendwie die ganze Zeit gar nicht gemacht, ja? Die ganzen Bilder, ja? So, sie ist inspiriert. Ja, sehr schön, dass sie so inspiriert ist. Oh ja. Und da malt sie eine Dame. Tja, wer diese Dame auch immer sein möge. Ja. Gut, da ist gerade jemand wach geworden. Das sieht so nach meiner einer aus. Egal, was ich jetzt auch immer mache, du darfst erstmal das Outfit ändern auf Alltagskleidung. Spaß sieht eigentlich ganz gut aus. Hunger ist noch ein bisschen was zu machen, denke ich mal. Dann denke ich mal, du darfst einmal kochen, bitte. Nee, nicht normal kochen. Du darfst kochen ein Gourmet-Menü. Gourmet-Menü. Gucken wir mal. Schinken, Spargelröhrchen. Sind zwar nur die Spargel aus dem Glas, aber meine Güte. So, Hygiene. Ja, Hygiene ist ein sehr guter Ansatz, Kima. Ja, Hygiene ist definitiv ein guter Ansatz. Du darfst erstmal duschen. Und zwar darfst du nachdenklich duschen. Genau, einmal eine nachdenkliche Dusche. Und danach darfst du was essen. Und zwar Cerealien. Was los? Chanelle-Mahlzeit, einmal Cerealien. Oh, das sieht sogar genial jetzt aus mit diesem Licht und Schatten hier drauf. Uiuiuiui. Da sieht man es aber, dass es nicht wirklich ganz Dingens ist, Schnee. Sondern, dass sie mal ein bisschen getrickst haben, dass es so leicht gelblich aussieht. Aber kann man sagen, die Sonne scheint drauf, glitzert dann so, ne? Das sind immer so diese Tricks dann. Beschämt, was ist denn los? Privatsphäre gestört. Selbst an ihren Witz erzählen, ja. Da ist irgendjemand einfach nur mal reingetingelt. Aha, die Frau Mama ist da reingetingelt. Frau Mama darf das hier mal bitte mal an der Kunstgalerie verkaufen. Und danach darf Frau Mama einmal hier bitte öffnen und sich hier mal ein Gericht nehmen. Die packen wir hier mal rein, die Spargelröhrchen. Okay. Und wenn sie gegessen hat, darf sie dann natürlich auch gerne mal wieder, hallo, ein klassisches Gemälde malen. Und zwar ein großes klassisches Gemälde. So, eine Stunde noch circa, dann geht's dann wieder Richtung Schule. Ist noch am Schlafen, okay. Mensch, ist doch mal schön, wenn die so zusammensitzen. Hat ein bisschen was Heimelisches. Schaut mal, draußen die Rakete, so mit dem Schnee. Wow, das ist doch mal was Tolles, ne? So muss das sein, ha? Heiligabend, die Familie sitzt zusammen, ha? Außer er, ist noch am Schlaf. Der ist ganz schön müde. Hat aber Hunger ohne Ende. Das heißt also, er wird sich dann gleich natürlich auch was rausholen. Öffnen wir uns das hier mal. Was ist denn das jetzt hier? Das ist Spargelröllchen. Lammkarree. Jo, nehmen wir uns mal hier auch nochmal ein Gericht heraus. Was sagt die Hygiene? Geht eigentlich alles? Ja, das ist alles akzeptabel. Das kann man so machen. Jetzt ist der Dreck hier anscheinend weg. Nee, ist nicht weg. Irgendwas ist hier dreckig. Ich weiß immer noch nicht was. Keine Ahnung. Die Pflanze hier verschimmelt. Nö, kann ich nichts machen. Ansehen. Weiß nicht. Keine Ahnung.
Normalerweise räumen die ja auch selber auf und so, wenn was zu dreckig ist. Und weiß nicht. Keine Ahnung. Manchmal so das Geheimnis der Welt. Gut, du darfst dann einmal bitte weiter mal programmieren. Weiter Videospiel programmieren. Kima ist zur Schule gedackelt und... Ja, was ist mit dem guten Tim los? Der Tim hat ja heute, wie gesagt, frei. Halt. Tim. Naja, der hat heute frei und gute Alantania hat auch frei. Sie ist gerade am Malen und er kann dann sozusagen eine Rakete bauen, würde ich sagen. Ja, damit wir die mal hier fertig bekommen. Dann müssen wir mal kurz die Fenster wegmachen. Bau fortsetzen. Und da ist gerade irgendwas. Oh, 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 was ist da los? Soeben sind Rechnungen in deinem Briefkasten geflattert. Du hast Schulden in Höhe von 9.663 Simoleon. Und dir bleiben 48 Stunden, diese zu begleichen, bevor deine Anlagen nach und nach abgeschalten. Ja, du kannst bezahlen, indem du dein Telefon, den Computer oder den Briefkasten auswählst. Super. Knapp 10k gehen weg. Ja, Weihnachten ist teuer. So viel zu dem Thema. Gut, Rechnung B und Zahlen. Und danach darfst du Bau vor und setzen. Ja, da reißt jetzt ein Riesenloch in die Haushaltskasse. Das stört mir gerade gewaltig. Er geht natürlich mit dem Teller raus. Das macht man so? Das ist völlig normal. Ja. Ja, du stellst das draußen nur da ab, wa? Ich hab's mir fast gedacht. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Das heißt, du wirst das hier wieder mal aufräumen. Und danach kannst du den Bau fortsetzen. Also, geht gar nicht. So, wie sieht's denn bei ihr aus? Inspiriert ohne Ende. Und das Bild wird langsam. Sehr schön. Wunderbar. Unter Programmierei. Ups, falscher Charakter ist hier. Läuft, läuft, läuft. Es ist alles in Ordnung. Hygiene, naja, könnten wir uns noch langsam mal drum kümmern. Oh, lange Nacht. Kima steht ein extrem wichtiger Test bevor. Aber die Schule war in letzter Zeit so anstrengend. Soll sie mehrere Liter Kaffee trinken und für den Test büffeln? Oder einer leichteren Aktivität nachgehen, um ihrem Hirn eine kleine Pause zu gönnen? Ja, Kaffee. Nee, Kaffee ist nicht so ganz für die Jugend. Wir gehen mal eine leichte Aktivität. Und schauen wir mal kurz, was steht da. Kima ist mit ihrer Entscheidung, ihrem Gehirn eine Pause zu gönnen, voll auf. Zufrieden. Sie tritt den Test völlig erfrischt an und kann die notwendigen Informationen ganz leicht abrufen. Leistungsverbesserung? Klein. Ja. Sehr schön. Naja, besser als Einserschülerin wird sie nicht. Das sind halt so Dinge, die sind so wie sie sind, weil sie sind, wie sie sind. Ha? Ja, während so jetzt die letzten Minuten der heutigen Aufnahme laufen... Ja, wünsche ich euch allen ja besinnliche, schöne, ruhige, angenehme Weihnachtstage. Übertreib's nicht so mit den Geschenken. Andere Dinge sind viel wichtiger im ganzen Leben. Ja, zum Beispiel einfach mal mit der Familie zusammen zu sein. Einfach mal ein ruhiges Fest genießen. Ja, und alles solche, diese Dinge. Ja. Und wir sehen uns dann... Aha, Inspiration sammeln. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Und in dem Sinne, euch allen, ja, einen schönen Tag. Schöne Feiertage. Und bye bye.